Ja, servus miteinander. Heute gibt es einen kurzen Bike-Check von meinem neuen 26 Zoll Street Trail Bike. Ich habe lange drauf gewartet, bin auch jetzt super happy, was rausgekommen ist. Ich gebe euch einen kurzen Überblick über die Geometrie, über die Teile und über die Besonderheiten von dem Bike und wünsche euch schon mal viel Spaß. Wir starten gleich mal mit dem Rahmen. Das ist natürlich das Herzstück vom Bike und ihr seht es schon jetzt mit neuer Farbe. Das ist also ein Glossy Silber und die Geometrie ist folgendermaßen: der Radstand ist ca. 1023 mm mit der Inspired Arcade Gabel, das heißt ein bisschen kürzer wie beim Inspired Hex. Das Tretlager ist ca. 18 mm hoch, also ein bisschen niedriger wie beim Hex, und der Lenkwinkel hat ca. 73,5 Grad. Steuerrohr ist 130 mm und ich habe mir lange überlegt, welche Geometrie für mich persönlich perfekt ist, und ich bin als Wickler mit der Geometrie, die jetzt herausgekommen ist, sehr glücklich und bin jetzt schon ein paar Mal gefahren und es ist noch ein bisschen agiler wie das vorherige, das schwarze bzw. das rote, das ihr schon kennt. Und ja, also wie gesagt, mit der Revision oder mit dem Update bin ich jetzt sehr glücklich. Ihr wisst es, ich fahre seit Jahren Stahlrahmen im Street-Trial-Bereich. Warum überhaupt? Zum einen gefällt es mir von der Optik ziemlich gut. Das ist eigentlich jetzt so ein Riesenvorteil, aber es schaut sehr schlicht aus. Der große Vorteil ist aber bei Stahl, dass der einen gewissen Eigenflex hat. Ja? Das heißt, der ist ein bisschen weicher wie Alu. Das merkt ihr schon bei Drops, bei Sprüngen und so weiter, dass sich das einfach ein bisschen angenehmer fährt. Und das Gewicht ist eigentlich zu vernachlässigen. Das heißt, der ist genauso schwer wie ein Alu-Rahmen oder ähnlich. Ich sage mal, ein paar Prozente hin oder her ist egal. Aber der wiegt ja ca. 2300 Gramm und vergleichbare Alu-Modelle sind genauso schwer. Und von dem her gesehen hat Stahlrahmen eigentlich keine Nachteile mehr. Im Gegenteil, er hält extrem viel aus. Das letzte Modell bin ich 1,5 Jahre gefahren und hatte nie Probleme. Ja, der Rahmen hat horizontale Ausfallenden und die fahre ich schon seit Jahren und mit denen bin ich sehr zufrieden. Also was ich überhaupt nicht mag, das sind die Kettenspanner, weil ich da schon so viele Probleme gehabt habe. Die können verbiegen, die Feder kann ausleihen und so weiter. Und dieses System funktioniert wirklich super zuverlässig und lieber spanne ich mir alle ein, zwei Monate mal die Kette nach, bevor ich mich da mit dem Kettenspanner rumärgert. Also es schaut auch schlichter aus, ist sehr elegant und genau, das funktioniert sehr gut. Gabel ist verbaut, die Inspired Arcade, und Steuersatz ist der Standard FSA und ich fahre jetzt 2,5 cm Spacer und habe jetzt einen anderen Vorbau. Das ist jetzt ein 90 mm Vorbau mit 35 Grad. Ich bin zuvor einen 70 mm gefahren und der war mir ein bisschen zu kurz und da war ich ein bisschen gedrückt auf dem Rad, und mit dem komme ich jetzt sehr gut klar. Der Bunnyhop und so weiter, 360er und so, funktionieren mit dem jetzt viel besser. Das hat mich auch gewundert, aber also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen ein längerer Vorbau auch. Lenker ist verbaut, der Inspired Arcade, den fahre ich auch schon länger und ich fahre den relativ weit nach hinten geneigt. Früher in den Wettkampfzeiten oder generell die Wettkampffahrer fahren den Lenker sehr weit nach vorne geneigt, dass, wenn man auf dem Hinterrad steht, einfach eine angenehmere Position hat, und ich tendiere dazu, mittlerweile die Lenker einfach noch ein bisschen weiter nach hinten zu drehen, weil es einfach angenehmer für einen Bunnyhop 180er, 360er und generell für die ganzen Techniken ist, wo man einfach am Lenker zieht. Ja, Griffe habe ich verbaut, die Essonic Lock an, die fahre ich jetzt auch schon länger, die Modelle, und ich hatte vorher Modelle mit einer Klemmschelle, also mit zwei Klemmschellen innen und außen. Der Griff, der hat jetzt nur innen eine Klemmschelle, und das ist für mich ein Riesenvorteil, weil ich das immer hasse, wenn außen eine Klemmschelle ist, wo man sich aufkratzen kann, ja, oder die generell zerkratzen kann und dann scharfkantig werden kann. Also ich mag es immer ganz gern, wenn die Gummierung bis nach außen geht. Bremsen fahre ich ja schon ziemlich lange, die SRAM Code, und der Vorteil bei denen ist, dass der Belagabstand bzw. der Spalt zwischen Scheibe und Belägen relativ groß ist. Das heißt, die schleifen nicht, und von der Bremspower her sind die super. Die machen komplett zu, da habt ihr kein Belagspiel. Das ist bei vielen anderen so, dass, wenn man auf dem Hinterrad steht und wirklich zumachen will, dass man ein bisschen Spiel hat. Also die sind komplett dicht, und der Vorteil bei den Hebeln ist, die Hebel sind verschraubt mit relativ kleinen Schrauben, und das fungiert mehr oder weniger als Sollbruchstelle, ja, wo bei Maguro und anderen oft die Hebel direkt abbrechen. Da ersetzt halt hier nur die kleine Schraube und dann sind die wieder einsatzbereit. Also für Trial kann ich die wirklich nur empfehlen, die SRAM Code RSC.
Laufräder habe ich ganz unspektakuläre verbaut, bis auf die Hinterradnabe. Das ist die Chris King Single Speed Nabe und die fahre ich auch schon relativ lang, beziehungsweise das Modell. Und da will ich auch keine Kompromisse eingehen, das ist sehr zuverlässig und relativ leicht. Felgen, das sind, ich weiß gar nicht, ich glaube LX Rims oder so oder NS Rims mit ca. 31 mm. Mit denen komme ich sehr gut zurecht und brauche es eigentlich auch nicht breiter jetzt beim Street Trial. Reifen fahre ich jetzt aktuell wieder die Maxxis DTH mit der hellen Karkasse. Ich finde, das passt optisch einfach super zum Bike und ich fahre nach wie vor Schlauch. Das würde mich interessieren. Seid ihr schon schlauchlos unterwegs? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Reifen, die von der Felge ploppen oder die es von der Felge runterzieht? Ich lande ja gerne mal relativ schräg beim 360er oder beim 180er und habe da immer Angst, dass es mir einen Reifen runterzieht. Ist mir auch schon mal passiert mit Milch. Deswegen fahre ich eigentlich hauptsächlich Schlauch nach wie vor. Wenn man mal einen Platten hat, dann ist halt der relativ schnell gewechselt. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und ansonsten würde ich das vielleicht demnächst gerne mal probieren. Kurze Info zum Reifendruck. Ich bin unterwegs mit ca. 3,7 Bar und das variiert immer ein bisschen. Wenn ich reines Trial fahre, dann eher ein bisschen weniger. Die Wettkampffahrer mit dickeren Reifen und so weiter, die fahren ja runter bis 1,2 Bar. Und ich komme jetzt mit dem sehr gut zurecht und ja, einfach, dass man ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen kann. Auch bei vielen Moves und so weiter fahre ich zurzeit sehr gern etwas mehr Druck. Kleiner Tipp noch zu den Speichen. Ich fahre schon immer seit über 20 Jahren konifizierte Speichen beim Trial und zwar ganz, also konifiziert, da wo das Mittelteil 1,8 mm hat und außen 2 mm und die flexen ganz leicht und sind auch stabiler wie durchgehend 2 mm Speichen. Also die durchgehenden, die auch schwerer sind, 2 mm, die reißen öfter wie jetzt die konifizierten und leichteren. Die sind halt ein bisschen teuer, aber das ist minimal. Also das als Tipp, wenn ihr euch Laufräder besorgt oder generell Laufräder aufbauen wollt. Kurbeln habe ich jetzt aktuell noch verbaut, die TrueVertive Descendant mit einem SRAM Keramik Lager. Die werden aber noch ersetzt gegen SRAM Dub Kurbeln. Die liegen auch schon rum bei mir. Allerdings ist der Abstand allerdings schleift da das Kettenblatt an der Kettenstrebe. Das heißt, ich brauche ein bisschen einen anderen Spider, der noch ein bisschen weiter nach außen geht. Und Pedale sind verbaut, die Asonic Legend. Und da fahre ich auch noch die Wicked RL zusätzlich. Da variiere ich immer ganz gern oder da wechsle ich mich mal ganz gern ab. Für euch vielleicht auch noch ganz interessant die Übersetzung. Am 26er fahre ich schon immer 22 zu 18, ab und zu mal 22 zu 17, wenn ihr mal ein bisschen mehr Speed braucht, aber ansonsten ist das ein super Kompromiss. Sattel ist verbaut, ganz normales BMX Standardmodell, allerdings mit Kevlar, da lege ich immer relativ viel Wert drauf, weil die anderen relativ schnell aufreißen. Also der hat so eine Kevlar-Polsterung und die Sattelstütze selber ist so ein Pivotal BMX Modell. Das schaut halt relativ schlicht aus, da braucht ihr nur eine Schraube. Der wird oben befestigt, also der Sattel mit einer Schraube anstatt mit zwei Schrauben, wie ihr das vom Mountainbike-Bereich erkennt. Wenn ihr zum Bike noch irgendwelche Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare rein und ansonsten lasst gerne ein Abo da und schaut natürlich bei Let's Roll auf der Homepage vorbei und auf Instagram letsroll-brand.de und ansonsten bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.